Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich bin irgendwie ein bisschen weit weg, oder? Ich komme ein bisschen näher. So? Das ist immer so eine Sache, wenn du irgendwie so eine neue Location hast und dann weißt du irgendwie nicht, wie du dich hinsetzen sollst, wie das Licht ist und so. Mal schauen. Krass. Leute, seht ihr das, dass ich so von unten geblendet werde, weil die Sonne irgendwie auf den Boden scheint? Und jetzt achtet mal. Und jetzt wird das hier so dunkler. Und jetzt werde ich wieder geblendet. Richtig spannend, obwohl ich eigentlich nur meine Hände über dem Boden sozusagen halte. Okay, Leute, ich bin vollkommen ehrlich mit euch. Ich habe mir die Lichtsituation ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen einfacher. Also, wir haben hier gerade hinten extra krass starkes Sonnenlicht. Und irgendwie habe ich gedacht, wenn ich von dort Sonnenlicht kriege, dass ich dann ja bestimmt gut beleuchtet bin. Aber durch diese Reflexion auf dem Boden irgendwie doch nicht so ganz. Jetzt ist gut. Die Leute, die jetzt das erste Mal ein Video von mir sehen und neu auf diesem Kanal sind, herzlich willkommen. Ihr könnt noch nicht wissen, glaube ich zumindest, ich glaube, ihr könnt noch nicht wissen, dass ich die letzten zwei Vlogs auf jeden Fall sehr viele schöne Dinge aus Cancun gezeigt und berichtet habe und generell von Mexiko geschwärmt habe. Aber nicht alles ist so perfekt hier vor Ort, Leute. Es gibt einige Dinge, die ich sehr vermisst habe an Deutschland. Einige Dinge, die ich erwähnen werde, die sind lustig, andere sind weniger lustig. Nichtsdestotrotz gibt es halt auf jeden Fall einige Punkte, wo ich sage, boah, also wenn Mexiko und Deutschland sich irgendwie so ein bisschen fusionieren könnten und sich so in der Mitte treffen könnten, dann wäre das perfekt. Aber bisher muss ich sagen, es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die ich bisher an Deutschland vermisse. Wollen wir mal mit etwas richtig Randommäßigem anfangen? Moment. Tatsächlich habe ich meinen letzten ESN-Riegel aufgegessen und die Marke gibt es hier in Mexiko nicht und ich muss sagen, ich vermisse die Proteinriegel. Ich vermisse nicht nur die Proteinriegel von ESN, also die vermisse ich auf jeden Fall safe auch. Ich habe mir den auch aufgehoben für einen Moment, wo ich sage, boah, ich habe so richtig Lust auf diesen Riegel. Ich vermisse generell auch einfach die DM-Riegel. Ich vermisse die DM-Eigenmarke, beziehungsweise die DM-Eigenmarken im Plural. Ich vermisse sehr viele leckere Proteinprodukte aus Deutschland tatsächlich. Jetzt gibt es hier in Mexiko auch sehr coole Proteinprodukte, die auch sehr lecker sind und so, aber gerade so diese DM-Eigenmarken, wo es halt wirklich unfassbar leckere Proteinriegel gibt, zu einem guten Preis, vor allen Dingen, Leute, zu einem guten Preis, ja. Hier gibt es das nicht. Also hier gibt es gute Proteinriegel, glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, habe ich Proteinriegel an sich, also Riegel habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Ich habe gute Proteinprodukte probiert, wie zum Beispiel so Protein-Brownies und solche Sachen, das gibt es schon. Die sind halt aber auch verhältnismäßig teuer. Und bei DM hat man auf jeden Fall eine gute, leckere Qualität zu einem sehr guten Preis. Ironischerweise hat man hier in Mexiko, gerade wenn man irgendwelche Produkte hat, die Keto sind, die irgendwie High Protein sind oder so, es gibt sehr gute, sehr leckere Produkte, aber halt auch teilweise zu einem, ja, schon sehr teuren Preis, Leute. Das ist natürlich nicht das Einzige, was ich vermisse, Leute. Kleine Rechtfertigung, die Sonne kommt, die Sonne geht, dann gibt es plötzlich so einen Schatten von der Palme. Ich habe ja direkt dahinter tatsächlich eine Palme. Ich möchte mich über diese Palme auch gar nicht beschweren. Sie ist wunderschön. Ich liebe es irgendwie, aus dem Fenster zu schauen, auf diese Palme drauf mit Kokosnüssen, Leute. Also sehr paradiesisch. Aber jetzt gerade für dieses Video, jetzt kommt die Sonne wieder. Also falls euch die Lichtverhältnisse stören, es tut mir wirklich leid. Ich habe tatsächlich keinen Platz in meinem Koffer gehabt für meine ganzen Studioleuchten. Ich habe halt wirklich damit gerechnet, dass ich vor diesem Fenster einfach Licht habe und es funktionieren wird. Kommen wir zur Toilettensituation in Mexiko. Ich muss tatsächlich sagen, ich vermisse deutsche Toiletten. Ich vermisse deutsches Klopapier, was nicht fusselt. Boah, ich habe mir jetzt irgendwie drei verschiedene Marken gekauft und alle Marken fusseln. Und ich kann es nicht haben irgendwie, wenn ich Klopapier benutze und dann fusselt das so rum. Es nervt mich total. Also ich werde mich so lange durchprobieren, bis ich irgendwann gutes Klopapier finde, Leute. Weil das ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich habe bisher noch keins gefunden. Aber genau da ist auch schon wieder so ein bisschen der nächste Haken, denn hier in Mexiko, das habe ich in einem meiner vorherigen Videos auch schon mal erwähnt, hier in Mexiko dürft ihr das Klopapier nicht in die Toilette werfen. Ihr müsst das Klopapier quasi extra separat in einen Mülleimer werfen.
was mich absolut stört. Ich finde das wirklich nicht cool und das vermisse ich an Deutschland. Also ich sag mal so, ja, es ist jetzt kein Grund, wieso ich nicht hier hinziehen würde. Offensichtlich, ich bin hier. Ja. Also ist jetzt nicht mega dramatisch, aber es ist für mich persönlich, es ist nervig. Also ich fühle es überhaupt nicht. Ich möchte gerne, wenn ich irgendwie auf Toilette gehe und Klopapier benutze, möchte ich das gerne in die Toilette werfen. Das ist für mich ein Automatismus in meinem Kopf, gegen den ich jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Klo gehe, ankämpfe. Man möchte ja auch einfach dieses Klopapier aus Reflex in die Toilette werfen. Und wenn ihr das hier macht, verstopft ihr instant die Rohre, ihr verstopft instant die Klos und dann darf hier ein Klempner ankommen. Das passiert sehr oft, ja, weil, auch wenn ihr das nicht macht, Leute, die Toiletten, es ist so eine Glückssache, ob die funktionieren oder nicht. In den meisten Fällen, ich würde ja gerne sagen in den meisten Fällen, aber das wäre gelogen. Ich würde so sagen, meine neuen Statistiken der letzten Woche mit einbezogen und meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, würde ich sagen, wenn ihr Glück habt, würdet ihr so vielleicht so bei so 65% der Toiletten feststellen, dass sie funktionieren. Ja? Nichtsdestotrotz sind da auf jeden Fall noch 35%, vielleicht sogar so 35-40%, bei denen es auf jeden Fall schon mal vorkommen kann, dass die Toiletten plötzlich nicht funktionieren, dass sie nicht abspülen, dass sie nicht an das Wasser rankommen. Immer ist irgendwas mit den Toiletten. Also auch wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich halte mich rigoros an die Regel und werfe kein Klopapier ins Klo, sondern in den Mülleimer daneben, ja, dann habt ihr immer noch ein Risiko mit der Toilette, ob sie gleich nochmal abspült oder nicht. Es gibt für alles Lösungen, Leute. Es ist jetzt kein Weltuntergang, aber also ich vermisse die deutschen Toiletten. Ich vermisse die deutschen Toiletten, die einfach abspülen, wenn sie abspülen sollen, wo du einfach das Klopapier reinwerfen kannst und die Fehlerquote auf jeden Fall deutlich krass geringer ist im Vergleich zu mexikanischen Toiletten. Also, Real-Life-Leute, wie oft habt ihr irgendwie Probleme mit eurem Klo? Also, ich saß auf sehr vielen deutschen Klos, kann ich euch sagen, ja. Und die Fehlerquote oder die Pannenquote, dass irgendwas mit der Toilette war, war deutlich, deutlich geringer. Also, ich glaube, ich hatte tatsächlich, das ist jetzt kein Spaß, Leute, ich glaube, ich hatte mehr Probleme in dem letzten halben Jahr mit Toiletten in Mexiko als in meinem vorherigen ganzen Leben in Deutschland, ja. Ich glaube, das sagt schon alles. Und noch was, was ich auch irgendwie richtig weird finde und ich frage mich halt auch, wie die das machen. Also, für mich gibt es halt keine Alternative. Also, wir sind immer noch bei dem Klo-Thema, Leute. Also, in Deutschland hast du ja so für gewöhnlich eigentlich schon neben fast jeder Toilette irgendwie eine Klobürste, ja. Und hier nicht. Also, hier hast du ab und zu eine Katze. Oh, es tut mir leid. Ich bin immer hin und weg, wenn ich eine Katze sehe. Habe ich schon gesagt, dass ich jetzt irgendwie mehrfach Besuch von einer Katze bekommen habe. Die ist einfach auf meinem Balkon hochgeklettert. Wir kommen gleich zu dem Klo-Thema zurück. Aber die Katze ist einfach auf meinem Balkon hochgeklettert, hat sich so wirklich so vor diese Balkontür gesetzt mit ihrem Kopf und hat so reingeguckt und so gemacht. Und wollte so rein. Oh, ich liebe Katzen, Leute. Es tut mir leid. Also, es brach mir das Herz, dass ich sie nicht einfach reinlassen konnte. Okay, kommen wir zu dem Toilettenthema zurück. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber hier in Mexiko gibt es irgendwie nicht so häufig Klobürsten neben der Toilette. Also je nachdem, in welchem Haushalt ihr halt auch seid, aber also mir ist jetzt öfter aufgefallen, dass einfach super oft keine Klobürste neben dem Klo ist. Und was ist? Also ich muss zum Glück jetzt nicht so oft, ich bin so ein, ich sag's euch, wie es ist, Leute, ich gehe bei mir zu Hause auf Klo. Also wenn ich hier Nummer 2 machen muss, ja, ich gehe bei mir zu Hause auf Klo. Und ich stelle mir aber das tatsächlich sehr schwierig vor für die Leute, die das halt nicht machen. Also die halt wirklich überall einfach so hemmungslos sagen, lalala, ich mache jetzt meine Nummer 2. Es interessiert mich überhaupt nicht, wo ich bin. Gar kein Ding. Ich habe da gar keine Hemmung. Also ich feiere es, ja. Also ich beneide das, dass sie das einfach können. Ich persönlich vermeide das, so gut es geht. Aber also die Leute, die das halt machen, also was machen die, denke ich mir halt so, was machen die, wenn die keine Klobürste haben? Also, keine Ahnung. Ich bin da vielleicht auch nicht so kreativ. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendeinen. Ich habe keine Ahnung. Also, I don't know. Ich verstehe nicht, wieso nicht einfach jede Toilette eine Klobürste hat hier vor Ort. Nächster Punkt. Der nächste Punkt bezieht sich auf die Lautstärke in einem Land. Ich muss sagen, jetzt gerade während ich dieses Video drehe, ist natürlich der absolute Vorführeffekt. Es ist super krass leise. Ich glaube, ich habe es noch nie so leise in den letzten Wochen, in denen ich schon hier bin, erlebt. Der Normalzustand ist, dass es immer irgendwie Baustellen gibt, dass irgendwelche lauten Autos durch die Gegend fahren. Und mit lauten Autos meine ich, es kann die Müllabfuhr sein, die irgendwelche Geräusche macht, die Musik abspielt, weil die Müllabfuhr da ist.
Es kann aber auch neben der Müllabfuhr einfach random irgendein Auto sein, was dir irgendwas verkaufen will. Ja? Zum Beispiel gibt es Obstautos. Und diese Obstautos fahren durch die Gegend und spielen irgendwelche Melodien ab und so. Wiederum gibt es auch so Autos, die verkaufen dir dann oder die nehmen Matratzen mit oder verkaufen dir Matratzen. Und dann hast du immer so wirklich so klassische Sounds. Ich weiß auch nicht, ob die sich gegenseitig, weiß ich nicht, aufnehmen und dann rumschicken, weil meistens sind es dieselben Sounds, die dann irgendwie sagen, Matratzen, Matratzen, wir haben Matratzen, Matratzen und dann hallt es wirklich durch die ganze Siedlung. Ich weiß noch nicht, was die für krasse Boxen und Lautsprecher haben, aber wirklich jeder kriegt es mit, ja. Und das Thema Hunde, Leute. Hunde sind hier sehr, sehr, sehr laut. Ihr müsst euch vorstellen, also meine Nachbarn von gegenüber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Hunde die haben, 10 oder so. Also ich rede jetzt von einem Haushalt mit 10 Hunden. Die daneben haben wiederum 5 Hunde und die daneben haben 3 Hunde. Also es ist sehr, sehr, sehr selten, dass irgendjemand einen Hund hat, gefühlt, in dieser Siedlung, in der ich gerade wohne. Es ist eine richtig krasse Hundesiedlung und alle bellen. Alle bellen 24/7. Wenn ich sage, sie bellen 24/7, meine ich wirklich, ich werde zwischendurch wach. Weil um 3 Uhr nachts irgendein Hund anfängt krass zu bellen und dann die ganze Siedlung anfängt zu bellen. Und dann geht dieses Konzert so eine halbe Stunde, Leute. Ja, das ist so der Lautstärkepegel in Mexiko. Es ist gefühlt immer laut. Und die Menschen in deinem Umkreis, die geben sich auch gar keine Mühe, irgendwie Rücksicht zu nehmen. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie ein Vorwurf oder so, bevor das jetzt irgendjemand falsch versteht. Nee. Es ist, glaube ich, eher so ein kulturelles Ding, dass du in Deutschland immer versuchst, leise zu sein. Dass du in Deutschland versuchst, 24/7 Rücksicht zu nehmen mit dem Lautstärkepegel und so. Und die Menschen hier machen das halt nicht. Und ich versuche, das positiv zu sehen, weil ich mir so denke, dann drehe ich halt jetzt auch einfach ein Video und brülle in meinem Zimmer rum. Alles gut, alles gut. Das hilft mir vielleicht auch ein bisschen, so ein bisschen runterzukommen und mich mal so ein bisschen zu entspannen und zu chillen. Ich habe nämlich immer das Gefühl, ich störe Menschen, wenn ich zu laut bin. Und ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall eine gute, lehrreiche Erfahrung, mal das Gegenteil zu leben. Liebe Sonne, bleib da. Oder liebe Sonne, bleib fern. Aber mach irgendwas, dass das Licht nicht ständig geht und kommt und geht und kommt. Ich habe tatsächlich noch einige Punkte, die ich euch ungern vorenthalten würde, aber ich glaube, das machen wir in einem zweiten Teil, liebe Leute. Das Video würde sonst vollkommen in den Rahmen sprengen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch amüsieren. Ich hoffe auch, dass ich irgendwo dieses Perfekte von der Karibik irgendwie so ein bisschen runterregulieren konnte. Dass ihr in Deutschland euch auch so denkt, boah geil, boah, ich kann richtig dankbar für meine Toilette sein. Es gibt nämlich auch mega coole Sachen und auch sehr viele Vorteile in Deutschland. Ja, ich bin hier in der Karibik und es ist paradiesisch schön, aber es gibt auf jeden Fall auch einige Dinge, die ich in Deutschland bevorzuge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super, super schönen Tag und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.